Hallo und herzlich willkommen in diesem Video. Diesmal zeige ich dir, wie man die Sonne zu einem Stern macht und dabei auch noch das Ganze verbindet mit einem geilen Porträtbild. Ja, und das machen wir hier in Berlin auf dem Berg. Richtig geil. Wir sind immer noch in der Sommerpause. Den ganzen Juni kommen Videos aus meinen verschiedenen Videokursen. Und heute gibt es einen Ausschnitt aus Fotos nach Rezept 2. Letzte Woche gab es ja einen Ausschnitt aus Fotos nach Rezept 1. Und das Besondere bei Fotos nach Rezept 2 ist, dass alles mit einem Blitz verbunden ist. Also mit einem Blitzgerät. Und einer ganz einfachen Kamera immer noch, das ganz normale Kit-Objektiv, und das benutzen wir zusammen mit einem Aufsteckblitz, um geile Looks zu kreieren. Ja, egal ob im Porträtbereich, Foodbereich, Tierbereich, was auch immer. Diesmal ein Ausschnitt von meinem Kumpel Bulli, ja, der auf einem Berg hier steht, im Hanewerk in Berlin, und wir dort ja, so ein geiles Charakterporträt eigentlich machen und eben die Sonne zu einem Stern umfunktionieren. Ganz einfach. In diesem Rezept zeige ich dir, wie man die Sonne zu einem Stern macht, dabei noch einen coolen Look hinbekommt und das alles mit einer Person. Du brauchst folgende Zutaten. Am besten eine Stelle, an der du den Horizont siehst. Das heißt, du kannst bis zum Horizont sehen und die Wolken gehen wirklich bis zum Ende. Dann am besten eine freie Fläche. Ich bin hier auf einem Hügel, ja, oder so einem kleinen Berg. In Berlin sagen wir Hügelchen dazu. Ja. Oder viele Leute, die einen Berg vor der Tür haben, würden dazu auch Hügelchen sagen. Ist aber egal. Ihr braucht die Sonne im Rücken, also strahlende Sonne wirklich. Keine Wolken am besten davor. Richtig direkten Sonnenschein. Die Sonne muss schon ein bisschen tiefer sein. Das heißt, möglichst so ja, gegen Abend hin. Wir haben es jetzt ungefähr 16 Uhr. Es ist Spätsommer, das heißt, die Sonne ist schon so ein Stückchen weit tiefer. Und dann brauchst du natürlich eine Person, die du fotografierst. Und dann geht es zu den Einstellungen. Als Werkzeug benutzen wir die Spiegelreflex mit dem Kit-Objektiv, einen Funkauslöser, den Aufsteckblitz im manuellen Modus. Ich habe noch eine Halterung dran und ein Stativ drunter, ein ganz normales Lampenstativ. Man könnte es aber auch mit einer Person machen, die einfach den Blitz hält. Wichtig ist nur, dass der Blitz möglichst in einer Position ist, die ein bisschen entfernt von der Kamera ist. Ich wechsle in den manuellen Modus der Kamera, stelle die Blende auf 22, also wirklich ganz weit zu, die Verschlusszeit auf ein 200stel, den ISO auf 100 und den Weißabgleich auf Blitz. Dann zoome ich das Objektiv auf 18 mm, Autofokus und Bildstabilisator an. Den Blitz stelle ich im manuellen Modus auf volle Power. Das heißt, das Maximum, was tatsächlich geht. Und jetzt orientiere ich mich ungefähr am Model, wo es später stehen wird. Es steht jetzt so, dass die Sonne wirklich direkt im Rücken ist, und stelle das Stativ jetzt ungefähr 1 Meter entfernt von ihm hin. Zack, ungefähr so eine Fußlänge und diagonal gerichtet. Das heißt, nicht von vorne, sondern so ein bisschen angeschrägt, ungefähr im 45-Grad-Winkel. Der Blitz zeigt dabei auf dem Stativ gerichtet ungefähr auf seine Nasenspitze. Wir sind jetzt beim Fotografieren, unten ungefähr so ein Viertel ungefähr Boden reinzubekommen, oben die Sonne mit ins Bild zu bekommen. Bin dafür sehr, sehr tief mit der Perspektive und dadurch wirkt er noch ein Stückchen größer. Man kann dem Model zwischendrin dann sagen, dass es sich ein bisschen nach vorne beugen soll. Dann sieht die Proportion im Bild auch wieder relativ normal aus. Wenn man eher so einen Rapper-Look haben will, dass die Person sehr groß aussehen soll und quasi aus der Froschperspektive das Bild schießen möchte, dann einfach ganz normal stehen lassen. Okay, schau noch mal Richtung Blitz eher. Nicht in den Blitz, aber Richtung Blitz. Wow, das sieht mega cool aus. Ein riesiger Stern. Wichtig ist dabei jetzt, dass die Sonne wirklich direkt scheint. Und mit direkt meine ich halt keine Wolken, auch nicht ein bisschen Fitzelwolken davor. Die machen die diffus und dann wird der Stern nicht gut erkennbar. Aber jetzt sind die perfekten Konditionen. Ihr könnt es nochmal im Querformat probieren, wenn die Sonne tief genug steht. Und ihr hört das schon am Blitz, dass er jetzt ein bisschen länger braucht, um aufzuladen. Das ist völlig normal, denn wir schießen auf voller Power und dann muss er erstmal ein bisschen Energie aus den Batterien ziehen. Boah, mit Lensflare noch. Ich sage jetzt dem Model immer zwischendrin, schau mal nach links, schau mal nach rechts, schau mal nach vorne, und dann gucke ich, wie es am besten wirkt und suche mir dann den besten Look aus. Schau mal nach rechts. Dankeschön. Mal zur Mitte. Sehr cool.
achtet beim Fotografieren darauf, dass ihr natürlich das Stativ mit dem Blitz nicht im Bild habt, dass ihr die Sonne schön positioniert habt. Ich zum Beispiel achte darauf, dass das Model ungefähr in der Mitte steht, die Sonne im rechten oder im linken oberen Bildrand dann ist. Und wenn euer Bild zu dunkel sein sollte, wenn euer Blitz zum Beispiel zu schwach ist, stellt den Blitz einfach ein bisschen näher ran, einfach so nah, dass man ihn trotzdem nicht im Bild sieht und dann kriegt ihr richtig coole Looks. Effekt, oder? Die Sonne zu einem Stern machen. Man denkt ja immer, so ein kleiner Blitz, der hat nicht so viel Power, aber wenn man ihn richtig positioniert, richtig einstellt, noch die richtigen Einstellungen in der Kamera trifft, dann kann man saumäßig coole Bilder machen, wo alle Leute sagen, wow, ist das krass. Das war ein Video aus Fotos nach Rezept 2. Gibt's auf lernvonben.de als Videokurs zum Downloaden oder auch als Buch im gut sortierten Buchhandel oder auch auf Amazon. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Und wie in der ganzen Sommerpause gibt es diesen Videokurs auch zu gewinnen, wenn du diese Frage hier beantworten kannst. Die Frage lautet, warum wird eigentlich die Sonne zum Stern? Also was habe ich gemacht, damit die zum Stern wird? Poste es unten in die Kommentare. Ich bin gespannt auf deine Antwort. Einen Gewinner wird es geben, werden wir unten in den Kommentaren dann verkünden. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder in der nächsten Woche dann auch wieder mit einem Ausschnitt. Nächste Woche wird es einen Ausschnitt geben aus meinem Landschaftsfotografie-Videokurs von den Lofoten, also aus Norwegen. Wird sehr, sehr cool. Teil das Video mit jemandem, den es gefallen könnte. Gib einen Daumen nach oben und mach mit beim Gewinnspiel unten in der Kommentarsektion. Bis zum nächsten Mal, niemals vergessen. Sag mal Einstellung, Digga. In diesem Rezept geht es wie auch im Fotorezept Nummer 1 tatsächlich um ein Rezept, nämlich um Foodfotografie. Diesmal mit einem Blitz und das ganz ohne Lichtformer und sonstigen Schnickschnack.